gar nicht streame diese Woche mehr, dachte ich mir, okay, komm, dann spielen wir eben eine Runde Banished, schön gemütlich in den Sonntagabend, kann man dann schon sagen eigentlich. Kaum bin ich gleich keine Nacht die Benachrichtigung los, auch nichts Neues. Ups, was kommt davon, wenn man rausklickt? Wenig Werkzeug, wenig Arbeiter, ja, wir haben alles wenig Farmleute, was ein großes Problem ist. Elf nur mehr, naja, jetzt haben wir dann wirklich gleich ein Problem. Ja, gut, so viel dazu. Average Population, jetzt haben wir Herbst auf jeden Fall. Es wird ja kurz dauern, bis ich wieder drin bin im Spiel. Aber gut. Im Notfall fangen wir eben Staffel 3 verfrüht an. Lass uns mal ein wenig laufen noch. Ich denke, wir haben zu schnell die Häuser gebaut, ne, jetzt so im Nachhinein betrachtet. Aber gut, jetzt wird natürlich alles hier hin, wie logisch. Wenn es keiner zusammenräumen kann. Ja. Vielleicht können wir es noch recovern von dem Ganzen, ich weiß es noch nicht. Aber wir werden es herausfinden. Ah ja, Feuerholz haben wir keines, haben eigentlich irgendwas. Wir haben keine mehr, der zuständig ist für die Herden, wir haben... Hauptsache, wir haben einen Arzt, ne? Besser als nix. Gut, dann müssen wir jetzt einmal versuchen, uns ein wenig auf das Farmen zu konzentrieren, während ich gerade wieder sehe, dass wir wieder mal Frames droppen ordentlich. Ich schalte noch ein paar mehr ab. Von den Farmen 11 Leute noch, 4 Kinder davon. Kaum mehr was zum Essen. Ja, also wenn wir die alle im Boardinghaus drinnen hätten, wäre das alles ein wenig einfacher, ne? Und nicht in einzelnen Häusern. Wissen wir dann fürs nächste Mal. Für die nächste Partie, wenn wir uns hier nicht recovern können. Ich beschleunige hier mal ordentlich, weil das ist eh ziemlich egal gerade. Wir können aktiv eigentlich nichts machen, nichts Wirkliches. Also lassen wir es mal so. Schön, dass ein Händler aufgetaucht ist. Ah, ich kann ja nichts tun. 8 Leute noch mehr. Erfroren, ja. 7-2 sind 9. Ich glaube, mit 10 Siedlern sind wir angekommen. 4 Leute noch. Ja, wir haben auch gar nichts auf Lager genommen. Naja. Zwei Farmer, 10 bräuchte man.
Was haben wir noch mehr? Ein Feld übrig. Kein Werkzeug mehr, ja. Profimäßig nach unten gewirtschaftet, würde ich behaupten. Jetzt haben wir die drei als Farmer zugewiesen. Das heißt, die frieren uns dann wahrscheinlich im Winter. Gehe ich mal davon aus, also drei Leute, drei Erwachsene, ein Kind, wird vermutlich zu wenig sein. Nomaden sind auch keine unterwegs. Ja, ist alles leer. Also zwei Häuser gibt es noch. Und bei denen ist es kalt, ne? Oh Wunder. Mal, ob wir noch den Winter überleben. Oder ob es das für Lächels Vieh war, ne? Spätsommer. Ertrag schaut nicht so gut aus. Also ja, bevor wir gar keinen Stream diese Woche haben, dachte ich mir, komm, machen wir jetzt ein wenig. Nächste Woche schaut es auch nicht mehr ganz so rausig aus. Ich werde dann nächstes Wochenende vermutlich bereits für den Urlaub packen müssen. Ne? Das heißt, nächstes Wochenende wird auch schwierig. Es wäre möglich, dass das der letzte Stream vor meinem Langzeiturlaub ist. Ne? Aber gut. Jetzt haben sie kein Werkzeug mehr, aber wir haben keinen, den wir zuweisen können. Ne? Sehr gut runtergewirtschaftet. Gut, also in der nächsten Partie, im nächsten Durchspielen, werden wir auf jeden Fall die Schule viel später bauen. Einfach um mehr Arbeitskraft zwischenzeitlich mal zu haben. Ne? Ich überlege auch gerade, was da ein wenig das Problem war, aber gut. Vermutlich auch die Häuser, ne? Wären die alle im Boarding House oder ja, Boarding House gewesen? Hätte man nur ein Haus zum Daheizen gehabt, ne? Holzmäßig und nicht mehrere. Also den Woodcutter zuweisen, wird aber nichts helfen, weil der kein Holz hat. So, jetzt ist gerade noch das nochmal zwei erfroren. Zwei Erwachsene haben wir noch. Die werden es jetzt auch nicht mehr auf die Reihe bringen. Adam und Eva, oder wie sie heißen, ne? Nedening und Manila. Ja, und das war's eigentlich, ne? Kommt da kein, das Spiel ist jetzt aus, ich weiß es gar nicht mehr. Wie es dann beim ersten Playthrough durchgegangen ist, wir haben aber jetzt definitiv niemanden mehr. Mich gerade noch, ob da jetzt ein Spielende kommt. Anscheinend aber nicht. Außer vielleicht, wenn der Frühling ist.
Ja gut, dann werden wir jetzt einmal hier speichern nochmal. Bringt zwar nichts und starten hier. Main Menü. Starten halt nochmal von vorne, ne? Zypresto, weil es hört sich cool an. Wellis, Large, Climate Fair. Mild haben wir das letzte Mal genommen und keine. Keine Disasters. Wir nehmen mal Starting Conditions Easy. Vielleicht hält man dann länger durch als wie zwei Streams oder einen Stream. Ich weiß gar nicht. Genau, 15x15 war die ideale Farm Size, die perfekte. Ja gut, dann schauen wir mal, ob wir es länger aushalten. Erste Welt haben wir mal erfolgreich in den Ruin getrieben. Lassen wir wieder die Welt generieren, wird ja kurz dauern, schätze ich. So, ich gehe wieder auf die richtige Seite. Auch ein paar Frame Drops heute drin, aber es wird weniger. Okay, die haben schon Häuser auf Easy, das macht mich jetzt zwar nicht unglücklich. Das brauchen wir nicht. Die Map hat man, glaube ich, auch nicht offen. Die brauchen wir wieder. Okay. Dann gleich mal die Geschwindigkeit hoch und hier mal ein bisschen abreißen. So, ich kenne mich wieder nirgends aus. Wo was war? Ah, hier sind die Farms. Okay. Bisschen blöderer Start sieht, würde ich sagen, als wir im letzten hatten. Na, hier mit diesem ganzen Bergen. Aber gut, dafür haben wir ein paar Häuser bekommen. Auch kein Nachteil. So, 15x15 haben wir gesagt. Ne, 15x15 war in der Anleitung. Ja, doch. Probieren wir mal. Was passiert, wenn wir hier auf die Idealwerte gehen, ne? Natürlich einiges zum Abreißen. Nicht blöd, ne? 15x15 stimmt schon. Grüß dich, Shadowman. Willkommen im Stream. Arbeiter gleich zuweisen. Und wir werden eine größere Stockpile brauchen. Wir werden auch gleich mal dann einen Holzcutter irgendwo hinsetzen. Gefällt nicht ganz, wie die Häuser hier so aufgebaut sind. Ich hätte gerne nebeneinander gehabt. Haus hin. Dann können wir nämlich die Häuser abreißen. Und dann versuchen wir mal, ob wir diesmal länger als 15 Jahre durchhalten. Ne? Wo waren die Lagerdinger hier noch? Ein
größeres Lager hingestopft. Und dann schauen wir, dass wir diesmal so schnell wie möglich ordentlich Eisen einlagen. Wobei, das hatten wir letztens auch, ne? Und dann war irgendwie das Holz leer. Aber jetzt mit diesem noch einfacheren Start könnte man ein wenig länger durchhalten. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich denke, wir müssen da einfach ja, die Häuser hätten wir später basteln müssen, dann wäre das vielleicht nicht so tragisch geworden. Ich überlege gerade, warum wir auch einfach extenden können, also vergrößern können. Vermutlich hier nach unten. Ne? Also hier müsste man noch so ein Feld herbekommen. Glaube ich zumindest. Jupp, korrekt. Ah ja, Pumpkins sind anscheinend das einzige, also Kürbisse. Das einzige, was wir haben, auch gut. Jetzt ist die Frage, wie groß sollten die Ortschaft sein? Ich bin hier im Banished Wiki, weil sich das jemand fragt. Ne? Schauen wir, ob wir da auch eine Idealgröße finden. Bliblablub. Efficiency. Ach, wartet mal. Ist 15 mal 15 gar nicht das? Er hat auch das schon und das Orchard. Äh, 15 mal 4, also kein beteiligt, next stage. 15 mal 4 ist da anscheinend das Beste. Okay. Ja gut, dann probieren wir das aus. Lass mal gleich 15 mal 4 noch zwei ordentliche Essensressourcen zusammenbringen. Pfirsiche und die zweite dazu für Äpfel. Eins Abstand lassen wir noch. Äpfel haben hier Pfirsiche, ja, gut. Okay, dann werden wir bald oder recht gleich mal einen Holzhacker brauchen, ne? Sehr schön, hier wird fleißig weggearbeitet. Ja, hier unten könnte man eigentlich gut ausbauen, gleich einmal hier. Hier ist auch ein blöder Berg. Aber hier haben wir eigentlich eine relativ gute Fläche auch, ne? Gut. 15 Jahre haben wir vorher durchgehalten. Schauen wir mal, ob wir es jetzt länger schaffen. Viel schlimmer kann es eigentlich eh nicht werden. Schätze ich zumindest mal. Musik nach wie vor ein Traum, ne? Und ich glaube, wir haben in der letzten Stadt, dem letzten Ort, auch zu viele Wege gebaut. Ne? Aber auf den Wegen können sich unsere unsere Siedler besser fortbewegen. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen, geschwindigkeitsmäßig. Okay, okay.
Drops scheinen sich beruhigt zu haben. Finde ich gut, finde ich gut. Mal schauen, dass wir recht bald einen Woodcutter einstellen. Ne? Ja, auch mal die Ressourcen, nehmen jetzt auch mal auf. Okay, 5000 ist besten eingestellt, da sind wir noch ein wenig weg mit 1200. Aber das Feuerholz ist nicht gerade viel, ne? Für die paar Häuser, die wir schon haben. Naja, schauen wir mal, wie weit das mit diesen vier Bauarbeitern kommen. Dann haben wir erstmal die Felder am Laufen. Holz, glaube ich, haben wir ganz gut schon mal abgeerntet. Vielleicht stopfen wir hier eine Brücke hin und hier rüben dann den Forester und auch den Jäger und den Sammler. Ne? Ah, ein Herbalist könnte man auch brauchen. Wir werden auch früher oder später den Schmied wieder brauchen. Eher früher, also später wahrscheinlich. Ah, sehr schön. Hier wird schon angesetzt. Hier logischerweise noch nicht, da noch die Bäume stehen. Aber es wird, ne? Auch die Wege werden gebastelt. Sehr gut. Und hier wachsen die Pfirsich- und Apfelbäume an. Sehr schön. Gut, wie groß, glaubt man, sind die... Wie heißen die Dinger? Das für die Tiere. Haben wir überhaupt Tiere? Pastures, genau. Wo ist die Maus? Da. Erstmal Werbung. Dum dum dum. Efficiency. Okay, das hängt davon ab, was für Tiere das wir haben. Was ich jetzt natürlich nicht weiß. Ne? Gut, wir stopfen es einfach mal hier hin. Ah, 12 mal 16 ist okay. Da gibt es unterschiedliche, sehr interessant, je nachdem, was für Tiere wir halten werden. Dafür müssen wir mal herausfinden, was für Tiere wir haben. Ne? Ich schätze, ich bin wieder mal zu aggressiv mit dem Bauvorhaben. Aber gut, was soll's. Ist mal wenigstens einiges an Ressourcen noch am Start. Wenig Essen, ja, stimmt allerdings. Wir haben aber genug Farm eingestellt, ne? Und auch genug Farmer hier für die Orchards, also für die Baumdinger. Wir werden halt sehen, ob das schon reicht. Aber natürlich, solange wir
effektiv kein Essen reinbringen. Da bringen wir sowieso gleich erst im nächsten Jahr was raus. Ne? Das heißt, wir müssen hier auf dieses Feld hoffen. Es ist Sommer. Es könnte schneller bergab gehen, als wir glauben. Ne? So, jetzt sollten dann gleich die Wege fertig sein. Feuerholz haben wir noch einiges. Ja, okay. Dann können wir die Gebäude auch mal stehen lassen vorerst. Es dauert eben, das Bauen dauert. Vor allem, weil meine Arbeit irgendwie wohl mehr Preisen geschickt haben. Aber gut. Wird schon werden. Eine Brücke drüber basteln und dann hier das andere Zeug. Hinbauen. Die jetzt gesetzt, nee, ne. Ah doch. Können wir noch pausieren. Brauchen wir noch nicht so dringend. Glaube ich zumindest. Vom Holzhack hier hochgehoben. Den werden wir nämlich relativ bald mal brauchen. Ne? Schätze ich zumindest mal, sonst wird der Herr Winter hart werden. Ah ja, da wird auch schon gebaut dran. Ne? Sollte man zumindest einiges an Rohholz haben. Was ist denn da das Limit? 200, ne, da gehen wir mal auf 500 auch hoch, ne? Prozent fertig, ah ja. Mir fehlt ein Stück Straße, ne? Da ist der Holzhacker fertig, sehr schön. Wo war denn der? Ah, hier. Wenn wir einen Bauarbeiter dafür einsetzen. Anfang Herbst und 35%. Achso, wir bauen schon ab, okay. Einkommen, oder wie man sagen soll, oder. Nee, nicht einkommen. Ertrag so. Könnte ein bisschen problematisch werden. Hier wird dann ein Fischer theoretisch hingehen. Ah, das ist auch noch. Damit wir überhaupt sehen, was für Tiere wir überhaupt betreuen können.